nebenbei mit auf. Ich möchte gern Tobe fragen, natürlich Bowser. Super Mario Party Jumbo. So, wir kommen auf dem Partyplatz. Ich bin tot meines Zeichens Party Kontier und Infogeber. Andere Wort, keine Ahnung. Hier zuerst ein kurzer Überblick über all die tollen Platzer Sachen. Ihr der Spaßlustkit. Wir stehen hier auf der Partyplatzer, dem Ausgangspunkt für alle Aktivitäten. Mehr zur Platzer verrate ich später. Das Wichtigste zuerst. Der Eisballon hinter mir wartet auf begeisterte Partyfreunde. Nichts wie rein, dann verrate ich mehr. Will ich aber nicht. Tschüss. Okay, hab wohl keine andere Wahl. Die Party spielt sich auf vielen bunten Inseln ab. Spaß und Spannung aller Art garantiert. Hier in aller Kürze ein paar Infos zu jedem unser Inselchen. Wer hätte es gedacht, die Insel, auf der Mario Party gespielt wird. Allerlei Spielbretter warten, wer gewinnt, wer wird Superstar. Hier dreht sich alles um Spielbrettspaß. Als nächstes hätten wir hier die schöne Bewegungsinsel. Bewegungsminispiele bis zum Abwinken, die allein oder gemeinsam mit Freunden und je einem Joy-Con in der Hand gespielt werden. Hier sieht's kimmig aus, oder? Tja, das liegt daran, dass hier die Bowser-Herausforderungen warten. 8 Spieler versuchen auf einmal Flug-Bowser zu besiegen. Oder schnüren die Laufschuhe und bestreiten Rennen mit 20 Teilnehmern. Und hier hätten wir noch unseren lauschigen Minispielhafen. Wenn ihr Minispiele liebt, ist hier richtig. Sonniger Spielspaß auf allerlei Arten. Damit auch jeder etwas findet. Und das war's auch schon. Nun bleibt nur die Qual der Wahl, auf welchen Inselchen es losgehen soll. Damit es einfacher fällt, hätte ich hier eine praktische Inselkarte, auf der all unsere Möglichkeiten aufgeführt sind. Bleibt zum Abschluss nur noch eins. Ein Wörtchen zu unserer schönen Partyplatze. Desi, zentral gelegen. Von dort ist unsere Ballonfahrt auch gestartet. Kamek soll sich dort aufhalten, aber er ist sehr im Stress wegen der Partyvorbereitung. Frage mich, ob man ihm wohl dabei helfen könnte. Achso, tolle Läden zum Shoppen gibt's dort auch. Und sogar Online-Partien mit Freunden. Lass sich von der Partyplatz aus bestreiten. Fühle ich Tropensonne wärmstens einen Schlängelgang über die schöne Plaza. Wer weiß, was es dort noch zu entdecken gibt. Entschluss, das war's von mir nun. Viel Spaß. Viel Partyspaß. Zucken. Ihr kann geschlängert und geschoppt werden. Oder einfach nur zum Brunnenklang entspannen. Es gibt hier 7 tolle Orte, jeder mit seiner eigenen Spezialität. Dort drüben ist der Emote-Laden. Hier gibt es
lustige, schnelle Sprüchlein, die das Partyspielchen beleben. Wie viele? Ganze 109 Stück. Alle verschieden. Das ist der Party-Kartenladen. Der verkauft nicht nur schöne Kettchen, sondern auch die Deko dafür. Oh Gott. Musik, ja. Statistiken, Rekorde, okay. Ranglistenmonitor, ja. Für online. Gibt es schon Ranglisten? Okay. Ich will nicht online spielen. Lass mal ganz kurz einfach nochmal gucken. So. Das brauchen wir jetzt nicht. Deine Emotes. Ach sowas, das, ja, es gab es auch in den anderen Teilen schon. Grummel. Ach, ist das wieder eine Plackerei? Na sowas, eure Grimmigkeit. Ihr kommt ja wie gerufen, falls ich so frei sein dürfte. Unser Schergenherr ist aufs Impfste, ja, beschäftigt, alle Vorbereitungen für die Mario Party zu treffen. Jedoch, ja, man benötigt Hilfe und mir selbst sind hier die griffligen Finger gebunden. Wollt ihr euer Erbarmen und helfen? Schott ist in dein der Partyreise. Spielfortschritt ist in deinen Charakter gebunden. Eine Speicherdatei für deinen gewählten Charakter erstellen, ja. Viele verschiedene Minispiele werden auf der Reise gespielt. Befindet sich bereits vor Ort und wird euch alles erläutern. Partyhelferreise. Vielen Dank, dass du uns Ezra helfen kommst. Momentan wird hier alles vorbereitet. Da könnten wir echt jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Zieh einfach umher, während der Aufbau läuft. Genieß die schöne Landschaft und erkunde die Insel. Findest du auch, wenn du Hilfe benötigt. Ja, ist ja gut. D
Dekortiere halten. Ja, lass mal zurück. Lass erstmal mit dem eigentlichen Spiel anfangen. Ach so, hier können wir die Farben ändern, okay. Das klappt da, wo wir gerade eben waren, ne? Die Insel da. Toadfabrik. Flutschule. Saraton. Dieser Modus ist leider nicht als Sportler spielbar. Spielhafen. Okay, lass in die Mario Party gehen. Ja, das sollte eigentlich klar sein. Ach, da wo wir... Goomba Lagune. Ja, wie klar. Platze. Was macht er? Ach, gibt. Gerade nur die. Lass mit der Mega-Wittlers-Tins anfangen. Immer noch auf jeden Fall Mario. Normal, Tempo, normal, ja. Startvorteil, was ist das? Achso. Tempo? Okay.
Eins der Runden 10. Bonusstein ein. Ja. Okay. Bewegungsminispiele gehen anscheinend nur mit dem Joy-Con. Ja, das lassen wir. Mega Wiglas Leckerwald. Willkommen, willkommen. Hier entscheidet sich, wer von euch zum Superstar gekündigt wird. Ja, Mama. Gut, dann erkläre ich mal das alles Wissenswerte. Ein Forst, in dem ein riesiger Wiggler friedlich schlummert. Düfte zieht durch die Wipfel. Hier halten sogar Piranha-Pflanzen gerne Schläfchen. Wird so ein Pflänzchen aufgeweckt, wird es sicher sauer. Oha. Hey, hiesige Honig dient der Erzeugung vieler Süßigkeiten. Wer dabei hilft, ihn zu ernten, wird mit Münzen belohnt. Man kann auf ihn spazieren, aber Vorsicht. Manchmal wird er sauer und läuft ein Stück weiter. Wer eine Spielbrettrunde abschließt, erhält Münzen. Berücksichtigt das bei eurer Strategie in Ordnung? Würfeln wir zuerst mal um die Zugreihenfolge. Wow. Bevor es losgeht, erhält jeder von euch 10 Münzen statt Kapital. Dann mal loswürfeln und alles Gute auf dem Weg zum Stern. Der erste Stern befindet sich da, wo es leuchtet. Hier, also sammelt 20 Münzen und schnappt ihn euch. Jetzt ist alles bereit, dann legen wir los. Gebt euer Bestes, Leute. Viel Glück und viel Spaß. Los geht's. Erfolg als die Party Neuling. Ah cool, das geht auch wieder. 10. Lass mal schauen. Koppeltwürfel Wiglerglück lässt Mega Wigler die Seite wechseln. Versetzt sich auf ein anderes Feld. Wohin es geht, ist eine Überraschung. Ladenlaufpunkt. Versetzt dich gleich vor einen ein. Ich gehe mal da lang. Ha ha ha!
Mario Time! Wenn da jeder was kauft. Oh Gott. Okay. Mann. Start. Runde 1. Jetzt wollen dieser komische Stachel einmal Wump. Nee, nicht Wump. Keine Ahnung. Letzte Runde. Nächste Runde. All right. Ich bräuchte Hilfe bei der Uni-Lese. Höher der Ertrag, desto mehr Münzen gibt's als Belohnung. Wow.
Der Blick von Bowser gerade. Mega Wiggler hat sich bewegt. Piranha-Pflanze ist gewachsen. Dem nächsten Spiel. Wir waren noch so schnell lesen. Plätzchen Panik. Oh Gott. Das kann was werden. 3, 2, 1, los! Ups. Mann, dieser Husten nervt. Nächste Runde. Nicht jetzt. Was hat dir das jetzt gebracht? Schleichwürfel, Super Schleichwürfel verändert die Würfel sämtlicher Kontranten, sodass sie nur noch 1 bis 3 würfeln können. D
Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Du versetzt einen Stern an einen anderen Ort. Und duelle Handschuhe. Lässt dich mit einem von dir gewählten Spieler in einem Spiel um Münzen kämpfen. Oh, Bowserfeld. Ich kann für euch gern einen Stern oder Münzen von jemand anderem klauen. Er hat ja noch niemanden Stern. Wer hat denn hier am meisten? Ich. 17, 15, 17. Ja, mach zufällig. Oh, ja. Da kommt ein Buch, um Münzen von dir zu klauen. Drücke ganz oft. Ui. Willkommen auf einem Schanzenfeld. Hier kann sich alles ändern. Also viel Glück. Ja, wow. Bringt da nichts. Echt jetzt? Wow. Mario time. Jetzt.
Nächste Runde. All right.